Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier in Sanctuary Hills noch. Wir werden noch etwas ablegen müssen. Ich weiß überhaupt nicht, warum wir so schwer sind noch. Moment, so schwer sind wir überhaupt nicht. Wir sind sogar leichter als bei unserer letzten Plündertour. Ja, wir haben noch ein paar Splittergranaten, die wir hier ablegen könnten. Und wir haben noch genug Wackelpuppen zu finden. Sehr schön. Granaten. So, Granaten, Waffen. Granaten reicht immer, wenn wir... Nein, nicht alles nehmen. Lagern. Es reicht immer, wenn wir zwei dabei haben. Ich bin sowieso kein großer Granatenfreund. Ich sehe, das ist ausgewählt hier. Ich fürchte nur, haben wir jetzt nicht irgendetwas abgelegt, was wir vielleicht noch brauchen könnten. Wir haben weniger Wasser dabei diesmal. Weniger Wasser. Wir können noch ein paar Kartoffelchips, Mais und sowas alles noch lagern. Das werden wir auch tun. Den Wein. Kleinvieh macht auch Mist. Es ist zwar nicht so viel. Die Ordner können wir auch ablegen. Dann wird die Liste wieder kleiner. Hier die U-Bahn-Marke kommt in unseren selbstgebauten Tresor hier in die Ecke. Und... dann fangen wir doch mit der U-Bahn-Marke mal an. Eine U-Bahn-Marke von einem Ghoul aus der Kirche letztens. Und der Rest... der Rest kann hier rein. Diverses Briefe können wir ablegen. Haben wir jetzt schon gelesen. Befehle der Supermutanten waren sehr aufschlussreich. Auch die haben wir schon gelesen. Den Ordner können wir hier ablegen vorerst. Und verbranntes Lifestyle-Magazin zweimal, auch das kann hier rein. Ja, und immer wenn ich Silver Shroud-Sachen hier sehe, dann bin ich doch dafür, dass wir das dem erstmal nachgehen. Denn Silver Shroud ist doch eigentlich eine Comicfigur. Jetzt kann es aber natürlich auch sein, dass Silver Shroud auch irgendetwas mit der Railroad oder den Thuns zu tun hat. Und ich bin mir nicht sicher. Am Ende dauert das... ich denke mal, es wird dauern. Silver Shroud wird mit Sicherheit eine Mission sein, die etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. Ich hoffe es auf jeden Fall. Wir tragen allerdings die ganze Zeit die Sachen von ihm mit rum und selbst die Requisite, dieses Maschinengewehr, wiegt ja doch einiges. Und das wäre ganz nett, wenn wir das loswerden könnten. Es wiegt einiges, soll heißen, es wiegt, glaube ich, ein Pfund oder wie viel das hier ist. Das Foto wiegt nichts, das Maschinen... es wiegt alles nichts. Doch hier oben. Silberne Maschinenpistole, Requisite, Gewicht 1. Naja, das ist ein Pfund Gewicht, das wir nicht mit uns rumtragen müssten, wenn wir es ablegen könnten. Können wir aber im Moment nicht. Wir können nur ablegen, was wir ablegen können. Und das heißt, habe ich gerade den Wein irgendwo in eine falsche Truhe getan? Kann das sein? Gummibonbons legen wir hier rein. Nein, wir haben den Wein noch gar nicht abgelegt. Das ist der Trick dabei. Doch, wir haben doch hier unten irgendwo was abgelegt. Oh nein. Der Wein, der ist jetzt hier drin gelandet, oder? Du, wo ist der Wein? Wo ist der Wein? Der Wein, der Wein, 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 Wein. VW, Wein. Hier ist kein Wein. Hier ist überhaupt nichts. Kein Wein. Dann ist er hier drin gelandet. Ja. Okay, der Wein kommt natürlich in den Kühlschrank. Obwohl, naja, eigentlich in den Keller. Wenn es Kellerwein ist. Wenn es Kühlschrankwein ist, dann kommt er in den Kühlschrank. Zum Beispiel Sangria aus der Pappschachtel. Aus der, ja. Ja, ein Kollege, ein Freund von mir, der schwört auf das Zeug auf jeden Fall. Und der trinkt das aus einem Pinscher. Also in der Zeit, wo er einen Pinscher leer gemacht hat, hab ich gerade mal so ein Liter Bier getrunken. Ja gut, ich will jetzt hier niemanden zum Trinken animieren. Ich sag nur, das Zeug muss wohl schmecken, scheinbar. Ich hab's mal probiert. Ja, es ist Sangria, ist jetzt so. Ja, ich bin mehr so ein Biertrinker. Oder Whisky ja. Trinke ich schon mal ganz gerne. Da bin ich allerdings sehr vorsichtig mit Whisky, weil das ist doch dann, das wird zu schnell zu viel. Ja, Bier ist ganz okay. Bier kann gar nicht genug sein auf einer Party. Aber das bringt uns jetzt alles vom Thema weg. Silver Shroud oder nicht?
Silver Shroud oder nicht. Ich denke, wir werden erstmal, um zu sehen, was die Railroad denn so von uns will, werden wir erstmal eine Mission jetzt für die Railroad anfangen. Dafür müssen wir von Walden Pond oder von unserer Sunshine Tidings Cooperative darüber marschieren. Oder vielleicht vom Super Duper Mart Lexington. Wäre auch möglich. Abfallentsorgung Jalbert Brothers. Da waren viele Maulwurfsratten. ArcJet Systems. Ich glaube, da waren die Suns. In Walden Pond, meine ich, waren nur ein paar Raider. Wenn wir hier von Sunshine Tidings starten, werden wir ja hier irgendwo auf Supermutanten treffen. Aber im Moment, denke ich, sind wir recht gut ausgerüstet und können es gut mit denen aufnehmen. Oder wir starten, was mal was Neues wäre, vom Starlight Drive-In. Das wäre noch am spannendsten, finde ich, denn dann wäre dieser ganze Weg quasi Neuland für uns. Ich glaube, da sind wir hier so quer durch, sind wir noch nicht so groß gelaufen. Es sieht jetzt weit aus. Ich glaube, wenn man den Weg zu Fuß läuft, ist das gar nicht mehr so weit. Jetzt weiß ich nicht, Sunshine Tidings, Supermutanten, die wir ja schon kennen, oder Starlight Drive-In. Was nehmen wir jetzt? Ich tendiere dazu, mein Gehirn hat schon entschieden für mich, Starlight Drive-In zu nehmen. Wenn du lieber alleine herumziehst oder deinen Begleiter wechseln möchtest, kannst du deine aktuelle Begleitung wegschicken, indem du mit ihr sprichst. Das kann man tun. Okay, wir kommen hier zu einer unpassenden Zeit an. Es ist doch die Abenddämmerung jetzt, oder? Es ist abends und nicht morgens. Ja, 6.51 Uhr. Wir schlafen. Wir bleiben etwas hier. Wir werden etwas Handel betreiben und gehen dann in der Morgendämmerung lieber los. Mal sehen, wir sind sowieso verstrahlt. Das heißt, wir könnten einen Arzt aufsuchen. Hier nicht. Moment, die ist ja gar nicht richtig angezogen hier, sehe ich gerade. Ja, die sind ja alle nicht richtig angezogen. Die Ärztin auch nicht. Moment. Dann machen wir das anders. Planänderung. Was? Hi. Suchst du was zum Anziehen? Wir haben jetzt natürlich nichts dabei für sie. Sag mal, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Doch vielleicht hat sie ja was im Angebot für uns, für sie. Wir kaufen es ihr ab und schenken es ihr dann. Nein, es sieht überhaupt nicht danach aus. Also würden wir jetzt... Doch, das rote Kleid! Ja, da ist doch was. Wie erfreulich. Nehmen wir beide wieder. Und das saubere blaue Kleid. Noch was. Oh, wie schön. Und das war's dann aber schon. Tja, aber gerade das saubere blaue Kleid, das findet man auch nicht so oft. Das reicht aber. Damit sind wir zufrieden. Und wir bezahlen. Brav. Und wir werden nun unsere Verkäuferin... Die Kleidung kannst du direkt anziehen. Korrekt bekleiden. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Schieß los. Somit hat sie uns ihr Geschenk verkauft. Bitteschön. Das sieht auch richtig gut aus mit der Baseballkappe. Spitze. Dann harte Arbeit, wie jeden Tag. Immer das Gleiche. Ja, genau. General Trader. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Kommt auf jeden Fall von uns. Sie bekommt... Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Das saubere blaue Kleid... Und alles wird gut. Und was gibt sie uns dafür? Grünes Hemd und Kampfstiefel? Nein, danke. Ach, das war doch jetzt gar nicht richtig. Ach doch, das war richtig. Sie hat es ja an. Dann verschwindet das ja immer aus der Liste. Genau. Und jetzt heilen wir uns hier einmal. Kann ich mir dich mal ansehen. Bitte einmal heilen. Ja. Wirf mal bitte einen Blick drauf, Doc. Erzähl mir, was für Symptome du hast. Wir sind etwas verstrahlt, wie man schon an unserer Stimme hört. So viel Strahlung. Ich fühle mich krank. Wir bringen das in Ordnung, keine Sorge.
Fertig. Und? Gibt's noch irgendwas anderes, was dich plagt? Ja, Gesundheit für 15. Lassen wir die Gesundheit noch einmal herstellen. Ja, bitte. Ich habe in letzter Zeit ziemlich was abbekommen. Wurde ein bisschen durch die Gegend geschleudert. Kratzer und Prellungen. Aber ich sollte sie wohl besser trotzdem behandeln. Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du... Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Keine Chem-Abhängigkeit? Ja, okay, dann nichts. Nein, wir sind fertig. In Ordnung. Stirb mir da draußen nicht. Sonst war meine Arbeit umsonst. Na gut. Genau. Schauen wir mal, was wir hier Schönes drin haben. Wir haben doch eine Plünderstation hier auch. Na gut, jetzt kann man schlecht auseinanderhalten, was aus der Plünderstation kommt und was so hier drin gelandet ist. Aber aufbereitetes Wasser können wir natürlich 18 mitnehmen. Ich glaube, 2 hatten wir noch. Dann haben wir wieder 20. Das sollte für eine Weile reichen. Oh, viele Kronkorken. Wir werden ja richtig... Moment mal. Irgendwie wird das gar nicht mehr. Wir haben doch jetzt so oft schon hohe Beträge eingesammelt. Na, egal. Egal, es wird schon... Langsam wird es etwas mehr. Wir brauchen mehr Siedler, mehr Zufriedenheit. Ich mache mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Ja, da waren wir noch nicht wirklich. Ja, mehr Siedler, bessere Moral, damit die Leute mehr einkaufen. Und unsere Köchin hier, die hat aber schon... Keine Ahnung, wie viele Blasen ich hab. Sie hat aber schon die richtige Kleidung an. Die ganzen Landarbeiter. Naja, wir werden uns nicht um Kleidung kümmern. Wir werden zusehen, dass wir schnell schlafen gehen. Da oben sind die Schlafmöglichkeiten. War doch richtig der Weg. Hopp. Ja. Und nochmal. Hopp. Warum gehe ich eigentlich hier immer lang? Man könnte bestimmt auch... Na, nehmen wir mal den ersten hier sofort. Bestimmt auch irgendeinen leichteren Weg finden hierauf. Die Siedlung werden wir auf jeden Fall hier nochmal fertig bauen. Wir haben jetzt 8 Uhr, das heißt, wir warten einmal 6 Stunden und dann nochmal 10 Stunden, also... Na, warum 10? Wir wollen ja im Morgengrauen los. Okay, mal sehen, wann wir rauskommen. Um wie viel Uhr? Okay, das wird sowas um die 8 Uhr oder 7. Ja... Oh, wir müssen nach Nordhagen Beach und bei der Verteidigung helfen, mal ganz kurz. Dann machen wir das doch schnell. Sowas ist zwar lästig, aber muss dann auch mal erledigt werden, sonst sind die Siedler noch unzufriedener, als sie sowieso schon sind dort. Naja, das Dumme ist, dass dann immer Gegenstände dort kaputt gemacht werden. Wenn wir uns aber mit dem Institut, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das die Synths oder sind das die Gegner von den Synths? Ich weiß es nicht. Wenn wir uns mit dem Institut jedenfalls gut stellen, dann wird's... Wo sind die Gegner? Da, einer wurde getötet. Ah, er lebt noch. So nicht! Du hast einen Siedler getötet, du! Du hast mich getötet. Ich glaube es nicht, du hast mich getötet! Und der Siedler ist wieder wohlauf. Das war unsere Bekleidungsverkäuferin. Die kämpft nicht schlecht. Ja, das muss schneller gehen jetzt. Das müssen wir jetzt ratzfatz erledigen dort. Oh, dann kommen wir wieder zu so einer dummen Zeit an bei... Ich weiß schon wo. Okay, da nochmal hin. Unseren Glückshut. Wir hatten auch unseren Glückshut nicht auf. Und haben aus einer ganz eigenartigen Perspektive gekämpft. Aha. Das ist doch interessant. Du kannst verschiedene Arten von Powerrüstungen auf einem einzigen Rahmen miteinander kombinieren und einzelne Teile modifizieren, um sie effizienter zu machen. Ja gut, Inventar und Kleidung und Glückshut.
Und Waffen? Nehmen wir doch mal hier das, genau. Ach, das ist zu viel. Die 10 mm, die sollte hier reichen. Halt! Nicht auf mich. Jetzt wird das hier auch so ätzend wie in County Crossing oder was? Das kann doch nicht sein. Ja, wir haben hier noch keine gute Verteidigung oder irgendwas aufgebaut. Los! Raus weg! Muss das sein? Am besten, ich hätte im Flug nochmal abgespeichert. Beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich! Oh, der Abenteurer. Okay. Scheinwerfer, Siedler Level 2. Okay. Ja, wir haben es geschafft und wir haben keine Ahnung, wie viele Leute jetzt draufgegangen sind. Oh mein Gott, das war wirklich nicht so geplant. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal Daumen hoch und macht's gut. Tschüss!